Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video und einem neuen Let's Play-Projekt. Ich starte heute mit Avatar, Frontiers of Pandora. Ja, ein Spiel zum Filmuniversum, zu Avatar. Ich habe beide Filme echt gerne im Kino gesehen, habe sie auch mehrmals im Kino gesehen und zu Hause auch noch ein paar Mal. Ich mag die Welt von den Na'vi und die Geschichten sind simpel gestrickt, gut, böse. Die Menschen wollen den Planeten ausbeuten, die Na'vi wollen ihren Planeten retten. Mal gucken, was uns dieses Spiel hier noch zusätzlich erzählt. Denn hier erfahren wir jetzt nochmal ja, eine ganz eigene Geschichte, die auf Pandora spielt, aber auf einem anderen Kontinent oder auf jeden Fall ein anderes Gebiet, was wir aus den Filmen noch nicht kennen. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr habt Bock und wollt mich hier begleiten bei Avatar, wenn ich selber zum Na'vi werde hier im Spiel. Ich bin gespannt, ja, wie das Spiel gemacht ist. Und ob es mich überzeugen kann. Also, wenn ihr Bock habt, schaltet auf jeden Fall jeden Tag ein. 14 Uhr wird das, denke ich, immer online kommen. Und ja, sollte euch das Ganze gefallen, könnt ihr das Projekt auch gerne unterstützen mit dem Daumen hoch, mit dem Kommentar. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir gehen auf neues Spiel und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit dem Anfang von Avatar Frontiers of Pandora. Los geht's. Guten Morgen. Beginnen wir mit dem abgesandten Programm. Als die RDA Pandora entdeckte... Man kann nichts entdecken, was schon immer da war. Aha, Lee. Wenn wir entdeckt sagen, meinen wir das erste Mal, als Menschen dorthin kamen. Als wir auf Pandora landeten, merkten wir, dass wir eine gute Beziehung zu den Einheimischen aufbauen könnten. Wir erschufen Avatare wie meinen, um eine Beziehung zu den Na'vi aufzubauen. Und wenn ihr euren Abschluss macht, wird es eure Aufgabe, als Abgesandte sein, zu den Na'vi zu gehen und uns zu helfen, Allianzen zu bilden. Hat jemand eine Idee, wie das klappen könnte? Ahari. Die RDA kann Medizin, Technologien und Wissen teilen. Das ist absolut korrekt, Taylor. Direktor Mercer? Wir sind die Mission von TAP durchgegangen. Wie gewünscht. Warum sollten die Na'vi eine Allianz wollen? Ahari. Alma. Du weißt nicht, wie das Leben da draußen ist, Ahari. Es ist brutal. Ihr wart noch Kinder, als euer Clan euch verstoßen hat. Wir haben euch eine Zukunft, einen Sinn geboten. Unser Clan hätte uns niemals verstoßen. Tut ab on its name. Matsmuggel, verdammt. Ich hab dir diesen dreckigen Schmuck nur dann erlaubt, wenn er in der Koje bleibt, oder? Es gehörte Mutter. Das ist kein dreckiger Schmuck. Du weißt nicht mal, was ein Lied ist. Ahari. Das ist nur ein zerrissenes Band. Ich weiß, es ist schwer, aber du musst akzeptieren, dass deine Mutter dich verlassen hat. Lügner! Ihr kennt die Regeln. Kein Körperkontakt. Abendessen fällt aus. Aber Direktor Mercer. Manor? Manor, Tetensi. Aungangahu, Bam. Satuel Unizola Nimun. Satonna Folongat Kamolunge. Keine Na'vi-Sprache in der Basis. Wenn du im Schlaf sprichst, Daylan, sprichst du nur Na'vi. Warum bist du immer auf Mercers Seite? Mercer hat uns gerettet. Daylan, sie nahmen uns unsere Familien. Sie entwurzelten uns. Wir erinnern
erinnern uns vielleicht nicht daran. Dennoch kann Pandora zu unserer Heimat werden. Ich kann nicht mal mehr die Texte der Lieder unseres Clans. Auch ohne Worte können wir sie singen. Sie dürfen uns nicht unsere Na'vi-Wurzel nehmen. Wir müssen etwas tun, bevor es zu spät ist. Wir sind nun stärker als sie. Ich spürte es im Klassenraum bei Mercer. Beenden wir es heute Nacht. Ich habe eine Idee. Stimmungsvoller Anfang bisher. Onwa kane kelku. Gut gemacht, Daylan. Nun aber schnell. Wir haben nur ein paar Minuten in dieser Luft, bevor wir Masken brauchen. Wir haben sie gefunden. Ich bin mehr als enttäuscht von euch. Wir haben euch ein privilegiertes Leben geboten. Und jetzt sowas. Wir wollen nicht dieses Leben, sondern unsere Heimat. Ihr gehört zu uns. Versteht ihr nicht, was wir in euch investiert haben? Wir retteten euch, gaben euch ein Zuhause, eine Identität. Wir haben schon eine Identität. Wir sind Na'vi. Nein! Ihr seid, was ich sage! Wir kennen den Text vielleicht nicht. Aber wir können trotzdem unsere Lieder singen. Hört auf! Ich sagte, hört auf damit! Wir gehen nach Hause. Ich warne dich, Ahari, keinen Schritt weiter! Sau, Matela. Bleib stehen! Ey, was für ein Arsch. Er knallt sie einfach ab. Nein, 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 nein. Von wegen, ihr gehört zu uns und ihr könnt ihr leben, ne? Hm? Gefangene sind das gewesen, mehr nicht. Aber ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Gänsehaut, als sie alle angefangen haben zu singen. Das war irgendwie schon mal ein starker Moment, ey. 8 Jahre später, Turok Makto und die Omatikaya lehnen sich gegen die RDA auf. Das war der erste Film. Wir sind hier auf jeden Fall mit einem anderen Clan unterwegs, nicht mit den Omatikaya. Weiter mit Erdökonomie und den Regeln von Angebot und Nachfrage. Warum nutzen wir menschliche Waffen? Das hatten wir schon. Pandora ist sehr gefährlich. Aber wir kennen Pandora kaum. Woher wissen wir, gegen was wir uns schützen müssen? Cortez, ich muss mit dir reden. Jetzt! Wir haben Anweisungen vom Hell's Gate bekommen. Wir werden von Pandora evakuiert. Pack deine Sachen, bevor Panik ausbricht. Was? Pandora ist verloren, ein Typ namens Jake Sully ist durchgedreht, hat die Na'vi gegen uns aufgebracht. Man kann ihm nicht trauen. Du musst deine Sachen packen und geh wieder in deinen eigenen Körper, jetzt. Die Party ist vorbei. Okay, Leute, packt eure Sachen. Hey, Cortez! Ich kümmere mich drum. Geh. Du weißt, was du tun musst. Oh, die wollen alle hinrichten, oder? Alma! Sie stellt sich gegen ihre eigenen Leute. Schnell. Perfekt. Wir haben nur eine Chance. Na los! Wow. Rein da! Aber was? Hier ist es sicher. Lässt Mercer uns zurück? Wir haben keinen Nutzen mehr für ihn. Nein, das kann nicht sein. Schnell, ihr müsst euch verstecken. Lasst uns gehen.
Wir können entkommen. Wir fliehen nach Pandora. Da sind überall Soldaten. Ihr kommt keinen Schritt weit. Unsere Chance auf Freiheit. Das ist eure einzige Chance zu überleben. Was ist mit dir? Du wirst nur ein bisschen schlafen. Nur eine Weile. Es wird nicht lang dauern, okay? Das ist ein Kryotank? Wir werden schlafen? Okay. Also nach dem Kampf im ersten Film, wo die Menschen dann erstmal evakuiert wurden, danach jetzt hier geht es los mit dem Spiel. Vielleicht schlafen wir jetzt auch wieder ein paar Jahre. Oh, wir können Charakter erstellen. Stimmungsvoller Einstieg bisher, ey. Die Animation, Grafik gefällt mir in den Sequenzen jetzt, hat mir das echt ganz gut gefallen. War cool. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. So, können wir hier eine noch... Eine Hand wäscht die andere. Eine Hand wäscht die andere. Eine Hand wäscht die andere. Bleib hier, okay. Wo du gebraucht wirst. Sieht doch gut aus. Gucken wir mal, was wir alles einstellen können. Aber man hat schon gesehen, also den Körperunterschied zwischen den Navi und den Menschen, der ist ja enorm. Und selbst die Kinder, die Navi-Kinder, sind schon größer als die Menschen und auch kräftiger. Sie hätte ihn da einfach auch den Arm einfach locker brechen können als Kind. Ziemlich krass. Viel Einstellung gibt's nicht. Aber ist ja, glaube ich, auch nicht nötig, da so viel zu machen. Ich glaube, die neuen sehen ganz nett aus, oder? Ja, die neuen sieht freundlich aus. Gesicht anpassen, auch noch. Gesichtsform. Okay. Gesichtszüge? Ändern sich so ein bisschen die Wangen, oder? 7, glaube ich, okay. So, Augen können wir auch noch auswählen. Ja, nur ein bisschen den Stand. Ich glaube, da ist die 1 ganz okay. Augenfarbe. Alles sehr gelb und grünlich. Schade, ich hätte gern lila genommen. Wie überraschend. Das hier ist ganz... Nehmen wir den. So, die Nase. Gibt's nur 3 Optionen. Okay, das ist aber sehr simpel gehalten. Länger und ein bisschen kürzer, das war's. Aber das Spiel spielt in der Ego-Perspektive. Das heißt, häufig sehen wir den eigenen Charakter vielleicht gar nicht. Jetzt kommen die Ohren. Ah, auch die 1. Okay, das war das. Kleidung ausblenden können wir auch. Untersuchen. Das war Gesicht. Dann gibt es noch Haare. Vielleicht können wir auch die Pigmentierung der Haut noch ändern. Frisur. Okay. Also ich denke mal, die wurden als Kind eher alle entführt und nicht irgendwie, dass die Eltern sie verstoßen hätten oder so. Ich denke mal, die haben Kinder entführt, um sie dann auszubilden, um sie für sich arbeiten zu lassen, um daraus auch ja, einen Vorteil zu ziehen. Schon ein schweres Schicksal und dann da einfach in so ein Internat aufwachsen. Auf dem eigenen Planet, aber nicht wirklich zugehörig zur Welt. Das ist ganz nett. Oder die 1. Ne, wobei die 5 ist sogar noch best. Ich nehme die 5. Haarfarbe auch halt rare. Nehmen wir das. Okay, dann bleibt noch die... Ah, siehst du? Die Haut kann man noch ändern. Okay. Ist das das Gesicht? Ach, das sind die weißen Punkte, die sich hier ändern. Das ist gar nicht so viel. Die weißen Punkte auf der Haut. Ja, die sieht man jetzt nicht so stark, da lasse ich mal die 1. Hautbild haben wir denn hier, das sind da, ja, guck mal, das sind die Tigerstreifen, wie ich sie mal nenne. Okay. Da gibt es ein paar mehr von.
Ist jetzt aber jetzt nicht so viel Unterschied. Ich glaube, im Gesicht ist das, wo man eher drauf achten sollte. Man trägt ja auch viel Rüstung und sowas. Oder Kampfkleidung. Ich nehme die 10. So, dann haben wir noch den Hautton. Hier, so sieht man die weißen Punkte noch ein bisschen besser, ne? Wenn man das ein bisschen dunkler hat. Das ist sehr blau. Ich finde das hier cool. Das ist der Kontrast mit den anderen Flecken so ganz, ganz, ganz nett gemacht. So, das war's. Haut haben wir, Gesicht haben wir, das haben wir, Stimme haben wir ausgewählt. Eine Hand wäscht die andere. Okay. Bleib hier, wo du gebraucht wirst. Gehen wir mal rein mit meiner Navi-Dame hier. Natürlich das stärkere und schönere Geschlecht gewählt, wie in jedem Spiel. Wie lange haben wir jetzt geschlafen? Das ist die Frage. Oh. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Alma! Oh. Was ist los? Was ist passiert? Du hast lange geschlafen. Sehr, sehr lange. Ulmuktikame. Muss das wirklich sein? Wenn sie gehen können, können sie gehen. Den Rest müssen wir zurücklassen. Die RDA ist weg, oder? Du hast uns zurückgelassen. Die Himmelsmenschen sind zurück, Sarentu. Sarentu? So wurde ich noch nie genannt. Das ist ein Clan. Und zwar ein sehr mächtiger. Wir dachten, ihr wärt verloren, doch diese Traumwanderin hat euch stattdessen eingesperrt. Ich erkläre es später. Gib dir Zeit. Dein Körper ist noch nicht ganz erwacht. Okay, Alma ist auf jeden Fall ein Avatar. Sieht man auch, dass sie 5 Finger hat an der Hand. Die Navi haben ja nur 3, 4. Auf jeden Fall weniger. Haben alle es geschafft? Ich bin hier. Nor und Daylan auch. Wir sind sicher. Wir kommen raus. 3 Finger Endlich. Und 1 Daumen. Es passiert wirklich. Wir kommen alle raus. Zusammen. Wieso sieht es hier drin so anders aus? Geht das auch schneller? Die Weil so viel Zeit vergangen ist. Ihr könnt später noch feiern. Komm, Is. Du wirst deine Kraft brauchen. In der Kantine gab es Rationen. Da sind sicher mehr. Glaub ich. Die Punkte im Dunkeln leuchten, da sieht man das halt deutlicher, ne? War eben bei der Charaktererstellung gar nicht so stark zu sehen, weil das da heller war. Aber im Dunkeln leuchten die halt. Vielleicht hat Alma sie zu einer anderen Kryokammer geschickt. Wie klein die Menschen sind. Nicht zu nah. Tut mir leid, ich wurde nicht ausgebildet, Navi zu behandeln. Na los, wir müssen weg. Wer sind diese Leute? Mercers Leute? Ist Mercer auch hier? Nein. Die beschützen die Tür mit der Knarre. Das sind Freunde. Wir holen dich hier raus. In Ordnung? Wieso tut alles weh? Vorsicht, Tür. Wir müssen ja erst mal ducken, dass wir durch die Tür gehen können. Okay, hier können wir nicht mal aufrecht gehen. Stoßen wir uns den Kopf. Macht aber optisch, glaube ich, einen guten Eindruck. Aber ich glaube, ich werde für die nächste Episode, glaube ich, mal die Untertitel ein bisschen anpassen. Vielleicht ein bisschen ein Tickchen größer machen. Die sind auf Standard, sind die, glaube ich, ein bisschen klein für YouTube. Ah, Lootbox. Ration. Und nochmal. Essen. Okay. Konsumiere Nahrung, um deine Energie unten Anzeige aufzufüllen. So kannst du deine Gesundheit obere Anzeige automatisch wiederherstellen. Halte L1, um das Nahrungsrad zu öffnen und benutze, um Nahrung zu konsumieren. Okay, man muss also essen, um sich zu heilen. Da unten ist dann, oh, also das Grüne ist das Leben, was sich jetzt erfüllt, und unten der andere Balken ist Ausdauer. Aua. Oh, oh. Wir müssen weg. Alle raus hier. Ja, ich kriech hier durch den kleinen Gang. Ich komme. Okay.
Okay, jetzt kommen sie durch die andere, brechen sie durch die Tür. Es ist schon wieder Mercer. Er ist zurückgekehrt. Die Kinder. Sie leben. Natürlich leben wir. Grotesk. Sie hielt sie für Haustiere, anstatt für Soldaten. Beseitigt sie. Vielleicht, weil Alma einfach... Eins flüchtet! Einfach Gefühle hat und Empathie für die. Du Arsch. Sprinten. Erwachen. Okay. Wow, wenn man erstmal anfängt zu sprinten, ey. Navi sind halt sauschnell, ne? Weil die auch so groß sind. Kopf einziehen. Alter, wir können aber weit rutschen. Boah, wow, ey, die Bewegung ist aber, glaube ich, könnte, glaube ich, richtig spaßig werden, ey. Boah! Wow. Augen auf! Nice! Au! Ich bin entgegengesprungen. Alter, das ist ein nettes Movement, glaube ich. Ups. Bin ich jetzt geduckt? Nee, jetzt. Kann ich die Wand hochlaufen? Hier dann vielleicht? Jawohl. Hier muss irgendwo eine Öffnung sein. Warte mal, ich kann gedrückt halten, dann springt sie höher, ne? Ja, okay. Einmal kurz antippen. Au! Macht sie eher nur so ein kleines Hüpferchen. Ja, das Studio, was dieses Spiel gemacht hat, ist das Studio von The Division. Und die benutzen auch hier die gleiche Engine wie in The Division, also die Snowdrop Engine. Aber sieht nicht schlecht aus bisher. Wir haben jetzt den Dschungel noch nicht gesehen, ne? Also wir sind hier auf jeden Fall in einem anderen Clan unterwegs. Nicht mit den Ometekaya, die wir aus dem Film kennen. Pandora bietet ja viele verschiedene Clans. Oh, die schießen. Im zweiten Film ja auch. Ja, auch noch das Wasservolk gesehen. Oh, das war knapp. Machen wir aber die Tür zu. Boah. Das ist doch nicht normal. Nee, ist nicht normal. Ihr schießt hier immer noch auf Kinder. Oder jetzt hier schon noch ein Erfolg. Hier drüben. Bist du okay? Ah, ich bin okay. Hast du eine Waffe für mich? Hier, nimm das. Ein Headset? Steck es in dein Ohr. Das ist unsere Frequenz. Ihr wart fleißig. Sie suchten dich, aber fanden mich. Du musst weg. Jetzt! Warte! Wie heißt du? Solek. Einer der letzten meines Clans. Okay. Dieses Schicksal möchte ich dir ersparen. Weiter! Schnell und leise! Los! Danke, Solek. Entkomme aus dem Tab-Institut. Ich geh mal hier durch. Hörst du mich? Ja. Ja. Diese Soldaten sind überall. Ganz ruhig. Atme. Suche einen Ausweg. Darunter. Ich spiele das Ganze natürlich wieder auf meiner PS5 und habe die Grafikeinstellung auf Leistung gestellt. Für die Performance. So spiele ich eigentlich alle Spiele auf der PS5. Außer Alan Wake, das spiele ich auf Qualität, weil das ist eher so ein filmisches Erlebnis. Alan Wake 2, grandioses Spiel. Oh oh. Die Kampfläufer. Die Mech-Anzüge. Hey, ständig stößt man sich hier die Birne, ey. Solek, hörst du mich? Wo sind die anderen? Konnten sie fliehen? Ich helfe ihnen. Bist du in Sicherheit? Noch nicht. Vorerst, glaube ich. Ich kümmere mich um die anderen. Geh weiter. Okay, hier können wir durch.
Okay, und nun? Ah, wir können hier weiter. Auf diesem Mond will dich alles töten, Junge. Du bist nicht mehr in Kansas. Schleichen. Hey, was war das? Gehst du in die Hocke, erschwert sich das. Okay. Wir können auch schleichen. Wir werden Navi-Assassine. Ich glaube, die Blauen haben zu viele von diesen irren Pilzen gegessen. Von den Pilzen? Es gibt vielleicht einen Pilz. Okay, da sind auf jeden Fall welche. Bisschen sass, wenn du mich fragst. Bisschen sass, hat die Gast gesagt? Hat sie das wirklich gesagt? Bisschen sass? Was ein Goofy. Ich will einfach nur noch zurück zur Kaserne. Okay, wir können hier einfach durchschleichen, weil das sind echt viele. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt da in den Raum reingehen. Dass die anfangen zu ballern. Hier gibt es gar nichts. Das war knapp. Passt schon. Diese Hammerköpfe? Lasst sie nicht entkommen! Tötet sie! Okay. Haben wir immer noch keinen Ausgang gefunden. Das war der Anfang des Spiels, man ist aber voll drin schon. Rumsprinten, laufen, sieht nice aus. Die Turnhalle ist verschlossen. Turnhalle. Ich suche nach einem Weg. Bleib wachsam. Ich suche nach einem Weg. Ist hier wieder so ein Schacht vielleicht? Wo man durch kann, das sind ja grüne Türen. Kann ich hier raus? Nee. Au. Hier sind überall Scheiben. Lüftungsschacht vielleicht oben? Unten noch? Lüftungs? Muss wieder zurück. Kann ich hier raus? Hier ist auch kein Weg. Mir egal, wie gut das Obst aussieht. Es bringt dich schneller um als die Einheimischen. Ich setze das was dran. Die Fenster sind so sauber, ey. Man denkt, man könnte vielleicht da durch. Hier war hinten war ich noch nicht, oder? Da. Alles zu! Ich hab bestimmt einen Lüftungsschacht übersehen. Geht's hier rauf? Nee, ne? Hier? Nee. Schon wieder in den Kopf gestoßen gerade, ey. Der Weg muss da sein. Oder was ist da unten? Auch nichts. Kann ich hier irgendwas aktivieren? Knopf oder so? Die Navi haben echt ein paar seltsame Bräuche. Wenn du einschläfst, nehme ich dir das. Ah, hier kann ich was reparieren. Das ist halt okay. Das muss man erstmal wissen. Immerhin spielt das Spiel zum ersten Mal. Ist gerade brandneu. Heute ist Release. Sandsäcke, nice. Sollten wir uns da Sorgen machen? Nee. Greife Feind an! Kapiert! Komm doch. Na. Bleib mir vom Leib! Wir haben Gesellschaft! Okay, wir sind schneller. Wir können springen. Und wir können die auch mal wegboxen. Und dann sind wir weggeboxt. Okay, wir halten nicht so viel aus. Ich hätte da reinschleichen müssen. Quest fehlgeschlagen. Erneut versuchen. Okay, hat mir auch ein bisschen lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass ich das hier reparieren kann. Aber, Leute, für den Einstieg. Der Einstieg war echt schon spannend gemacht, finde ich. Auch die, mit den Sequenzen am Anfang haben wir gleich Mercer kennengelernt, der echt ein Arsch ist. Die Kinder einfach, also die wurden auf jeden Fall entführt. Denke nicht, dass die Eltern sie verstoßen haben. Die Frage ist aber, leben die ganzen Eltern noch? Oder haben sie den Clan auch schon so gut ausgerottet, dass da keiner mehr übrig ist? Weil der Solek ja gesagt hat, er ist einer der wenigen letzten übrig gebliebenen von seinem Clan.
werden wir herausfinden im Laufe von diesem Let's Play. Und ich hoffe, ihr habt Bock und wollt mich hier täglich begleiten, Leute. Dann schaltet täglich ein bei Avatar Frontiers of Pandora. Und wenn euch diese erste Folge schon mal gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Solltet ihr neu auf dem Kanal sein, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr Bock habt auf Let's Plays. Schaut gerne mal meine Projekte an. Also bis zur nächsten Folge von Avatar. Macht's gut, ciao.